Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal wieder Bücher zeigen, die zum Thema Leseübungen und so weiter super geeignet sind, wenn man das Lesen fördern möchte und so weiter. Und zwar Superlesereihe aus dem DK Verlag. Ich zeige euch alle nacheinander und lege erstmal die hier auf die Seite. Und wir fangen mit diesem hier, Insektentop getarnt an. Das Buch hat 48 Seiten, kostet 8,95 Euro und wird ab 6 Jahren empfohlen. In diesem Sachbuch geht es natürlich um Insekten, hier präziser um diejenigen, die sich sehr gut tarnen können. Man erfährt viele spannende Fakten über erstaunliche Insekten und ihre Tarnungen. Hier zum Beispiel die Erdkröte, bei der man wirklich zweimal hinsehen muss, um diese zu erkennen. Genauso wie auch die Gabunviper. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. In der ersten Lesestufe, das steht immer hier vorne, die für wirklich Leseanfänger vorrangig geeignet ist, findet man rot und blau hervorgehobene Wörter. Das ist die sogenannte Silbenmethode, wie die Kinder das auch in der Schule am Anfang lernen. Und dies hilft den Anfängern einfach flüssiger und leichter lesen zu können. Und man erfährt nebenbei viele interessante Dinge über die Insekten. Hier zum Beispiel welche, die sich totstellen als Tarnung. Und am Ende gibt es wie immer ein Quiz zum Buch, um einfach zu schauen, ob man einiges noch im Kopf behalten hat für sich selbst, eine Bastelidee sowie auch Begriffserklärungen. Und hier könnt ihr übrigens auch sehen, welche weiteren Bücher es aus diesen Reihen gibt. Das heißt, hier ist es immer so unterteilt und da gibt es ganz, ganz viele großartige Bücher zu den verschiedensten Themen. Ich möchte euch noch das Buch Hallo Igel zeigen, weil es gerade im Herbst ganz gut passt, finde ich. Und diese Tierchen einfach so süß sind, dass ich auch dieses Buch unbedingt haben wollte. Meine Tochter schaut sehr, sehr gerne bei solchen Büchern mit. Gerade auch die Bilder, weil sie eben halt ganz realistisch sind. Und ja, sie hört auch das eine oder andere tatsächlich, was sie dann auch mal sich merken kann. Und das finde ich ganz toll, dass sie nebenbei eigentlich aus eigenem Interesse sich doch solche Dinge auch schon irgendwo im Hinterkopf behält. Und ja, finde ich einfach ganz, ganz praktisch. Ansonsten halte ich diese Lesestufenbücher für unglaublich wertvoll, wie ich sagte. Man kann mit der Extra-Leichtstufe beginnen. Ich zeige euch das hier nochmal anhand dieses Beispiels. Das ist praktisch, ja, sozusagen für die kompletten Leseanfänger, dann zur ersten Stufe wechseln. Das war jetzt zum Beispiel Hallo Igel und die Insekten. Ich habe euch auch schon mal das Buch Wo bist du, kleine Delfin? Auch gezeigt. Und ja, je nach Fortschritt dann zur Lesestufe 2 steigern, bei der man dann nicht mehr in farblichen Silben liest, es auch deutlich mehr Text in kleinerer Schriftgröße gibt und in diesem Beispiel die geheime Welt der Haie auch als Geschichte dargestellt wird und nicht als reines Sachbuch. Und die letzte Stufe bilden dann die Leseprofis. Wie gesagt, steht immer hier oben. Und ja, was ich jetzt anhand einfach des Beispiels mal hier Gefahr am Vulkan zeigen kann. Und das ist dann für die Leseprofis, wie man schon sagt, also die etwas älteren Kinder auf jeden Fall. Hier ist nochmal wesentlich mehr Text, viele Erklärungen mit Schaubildern, aber auch Geschichten, damit es dennoch nicht ganz trocken ist. Man erfährt auch viel Wissenswertes über Vulkane. Hier könnt ihr auch sehen, ist deutlich mehr Text, wie gesagt. Aber es ist nicht ganz trocken und immer wieder auch wirklich sehr viele interessante Fakten. Hier zum Beispiel über die tödlichen Ausbrüche verschiedener Vulkane und vieles, vieles mehr. Also gerade wenn man das Thema auch in der Schule durchgeht, bietet sich das Buch super gut an. Finde ich ganz, ganz toll. Hier könnt ihr auch das Buch Albert Einstein habe ich auch schon mal vorgestellt. Also ich bin ein großer Fan von diesen Superleserbüchern, weil man einfach das Lesen übt, viel lernt und ja, es einfach nicht so trocken ist, sage ich mal. Und die Kinder das trotzdem sehr, sehr gerne machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gern einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Die Bücher habe ich euch alle in der Infobox verlinkt.
Danke fürs Reinschauen. Macht's gut.